Ist es schon an? Ja. Also, guten Morgen an alle anwesenden Medienvertreter. Herzlich willkommen heute hier in der Allianz Arena zu dieser kurzfristig anberaumten Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Ich möchte mit jeweils einer Frage anfangen, bevor ich dann an euch weitergebe. Und fange natürlich mit dem Präsidenten an. Herr Heiner, es war ein sehr emotionales Wochenende. Wir sind nicht als Favorit auf die Meisterschaft ins gestrige Spiel gegangen, haben aber die Meisterschaft geholt. Heute haben die Frauen noch die Chance, deutscher Meister zu werden. Und dazu kam dann eben die Bekanntgabe, dass Jan-Christian Dresen neuer Vorstandsvorsitzender wird und damit der Nachfolger von Oliver Kahn und dass auch Hasan Salihamidžić nicht länger Sportvorstand des FC Bayern ist. Wie ist das ganze Wochenende für Sie so einzuordnen? Ja, zunächst mal guten Morgen, meine Damen und Herren. Als erstes freuen wir uns natürlich riesig, dass wir die deutsche Meisterschaft noch gewonnen haben. Wir haben auch ausgiebig gefeiert, wie Sie vielleicht an meiner Stimme erkennen können. Ich finde, es ist ein tolles Kompliment an die Mannschaft, dass sie bis zuletzt an sich geglaubt hat und auch in Köln gewonnen hat und dadurch das fast Unmögliche möglich gemacht hat. Denn wenn man ehrlich ist, hat außer uns selber wahrscheinlich in der ganzen Republik keiner mehr daran geglaubt, dass wir noch deutscher Meister werden können. Wir haben die Chance, heute sogar noch eine zweite deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Die Frauen spielen um 14 Uhr, deswegen werden wir uns hier auch ein bisschen sputen, dass wir da zum Campus kommen. Die ganze Mannschaft der Männer wird auch draußen sein, um dann mit uns gemeinsam auf den Rathausbalkon zu gehen. Aber es ist auch fair zu sagen, dass obwohl wir deutscher Meister geworden sind bei den Männern, die Saison nicht so verlaufen ist, wie wir sie gerne gehabt hätten. Vor allem in der Rückrunde, in der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass die Mannschaft nicht so gespielt hat, wie wir das uns alle wünschen, wie der FC Bayern das gerne hätte, Dominanz ausstrahlt. Und insofern haben wir uns natürlich auch sowohl mit der sportlichen Leitung wie auch im Aufsichtsrat darüber Gedanken gemacht. Wir haben Warnsignale gesehen auf und außerhalb des Platzes, die uns dann am Ende des Tages zu dem Entschluss gebracht haben, dass wir mit Ende der Saison einen Neustart beginnen wollen. Und haben uns deswegen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić getrennt. Als Nachfolger von Oliver Kahn haben wir Jan-Christian Dresen benannt. Darüber bin ich sehr, sehr froh, muss ich sagen. Sie alle wissen, Jan-Christian Dresen hatte eine andere Lebensplanung. Er wollte sich mit so jungen Jahren schon in den Ruhestand versetzen lassen, was ich überhaupt nicht verstehe. Und wir haben dann die Gespräche geführt und sind auch schnell zu einer Einigung gekommen. Sie alle kennen Herrn Dresen gut genug, der ist seit 10 Jahren im Unternehmen als Finanzvorstand, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, kennt das Unternehmen in- und auswendig, ist unheimlich beliebt bei den Mitarbeitern, ist ein Faktor für Stabilität und für Sicherheit. Auch das können wir sehr gut im Moment bei unserer Belegschaft brauchen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir den Herrn Dresen für diesen Job gewinnen konnten. Für den Sportvorstand suchen wir natürlich einen Nachfolger für den Hasan. Und wir haben uns natürlich auch dazu Gedanken gemacht. Aber es ist noch zu früh. Und ich werde hier auch über keine Namen spekulieren, da, wie gesagt, es noch zu früh ist. Ja, vielen Dank, Herr Heiner. Jan, wie schon gesagt wurde, hattest du eine andere Lebensplanung, ob Ruhestand oder sonst was anderes. Was hat dich dann dazu bewogen, dem Ruf des FC Bayern als Vorstandsvorsitzender zu folgen? Ja, lieben Dank, Stefan. Auch von mir erst einmal ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen, auch wenn er schon etwas fortgeschritten ist. Ja, der Ruhestand wäre ein unruhiger Ruhestand geworden, aber sicherlich war meine Lebensplanung eine andere. Was hat mich bewegt? Ich habe hier vor über zehn Jahren, als ich die Nachfolge von Karl Hopfner antreten durfte, diesen FC Bayern als meine neue Heimat erlebt. Ich bin Teil dieses FC Bayern geworden und habe hier wunderbare Jahre verbracht. Das war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben. Und jetzt durch diese Gespräche mit Herrn Heiner und dem Aufsichtsrat und die Frage, wenn man etwas wirklich gerne macht und das einem das Herz berührt, dann ist man auch bereit, seine Planung wieder zu ändern. Und deswegen habe ich natürlich das sehr gerne getan.
Wenn der FC Bayern ruft, dann sollte man sich überlegen, ob man dem nachkommt. Und ich bin dem sehr gerne nachgekommen und möchte deswegen an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich sowohl Herbert Heiner als Aufsichtsratsvorsitzenden und dem gesamten Aufsichtsrat danken für diese Chance, für diese Aufgabe, die sicherlich die nächsten Wochen nicht leicht werden wird, aber das macht es umso reizvoller. Ja, vielen Dank, Jan. Und damit kommen wir auch schon zu Ihren Fragen. Marc Gabel von RTL. Haben wir Mikrofone? Da. Guten Morgen zusammen. Auch von mir natürlich erst einmal Glückwunsch zur 11. Meisterschaft. Eine Frage an Herrn Heiner. Es ist jetzt seit gestern tatsächlich viel spekuliert worden. Oliver Kahn hat auch einen Tweet und auch sich in einem Interview geäußert, dass er oder dass es ihm untersagt worden wäre, mit nach Köln zu reisen. Wenn ja, stimmt das und warum? Also ich kann Ihnen gern den Ablauf der letzten Tage schildern. Es war so, dass wir am Donnerstag, Uli Hoeneß und ich, mit Hasan Salihamidžić und mit Oliver Kahn die Gespräche geführt haben, weil wir es den beiden Betroffenen früh genug sagen wollten, damit sie auch Zeit haben, mit der Situation umzugehen, damit sie Zeit haben, sich ihre Gedanken dazu zu machen, auch aus Respekt vor diesen beiden verdienten Ikonen des FC Bayern München, die ja nicht nur Manager waren, sondern auch lange Jahre hier gespielt haben. Und wie Sie an den Bildern gestern gesehen haben, mit Hasan hat es sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns einvernehmlich vereinbart. Er geht mit nach Köln, ist mit dabei. Dass wir dann noch Meister werden, war noch schöner. Dasselbe Gespräch haben wir mit Oliver Kahn geführt. Das ist leider nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Das war sehr emotional. Und wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen, dass wir die Beendigung einvernehmlich hinkriegen. Und darauf haben wir uns dann am Freitagabend nochmal mit dem Aufsichtsrat zusammengesetzt in einer außerordentlichen Sitzung und haben die Abberufung von Oliver Kahn beschlossen. Und aufgrund dieser Situation konnte er dann natürlich auch nicht am Samstag mit nach Köln gehen. Wunderbar, dann Manuel Bunke von TZ Merkur. Eine Frage an Herrn Heiner. Herr Heiner, was hat den Club jetzt auch dazu eben bewogen, die geplante Aufsichtsratssitzung, die ja bereits verschoben wurde, auf eigentlich nächste Woche, den 30., jetzt doch so schnell zu handeln, auch vor dem entscheidenden Spiel der letzten Meisterschaft? Also was muss da passiert sein? Naja, das habe ich ja gerade gesagt, dass wir natürlich, wenn Sie so eine Entscheidung mit zwei so verdienten Spielern und Mitarbeitern des FC Bayern München treffen, dass sie denen genügend Zeit geben wollen, auch mit der Situation umzugehen. Deswegen führt man solche Gespräche immer ein paar Tage vorher. Und das haben wir auch mit den beiden gemacht. Und wir sind natürlich mit dem Ziel reingegangen, für die beiden es so gut wie möglich zu machen und auch mit Respekt und Anstand. Aber leider hat es halt mit Oliver nicht geklappt. Und dann mussten wir als Aufsichtsrat entscheiden und haben uns eben dann auch kurzfristig am Freitagabend zusammengerufen, haben das in einer Telefon- respektive in einer Videokonferenz gemacht und haben eben dann so entschieden. Wunderbar, danke. Julian Wolf von der Welt. Ja, guten Morgen auch von mir an beide. Zunächst eine Frage an Herrn Heiner. Thomas Tuchel hat sich gestern in der PK so geäußert, dass es ja unterschiedlich gewertet wurde. Es gab sogar die Wertung, ob es möglicherweise, ob er auch an Rücktritt denkt. Können Sie einmal sagen, haben Sie mit Thomas Tuchel gesprochen? Ist er definitiv auch der Trainer in der neuen Saison? Und einmal an Herrn Dresen die Frage, wie wollen Sie in dieser schwierigen Situation jetzt den Verein befrieden? Wie ist Ihr Führungsstil? Wie würden Sie das beschreiben? Vielen Dank. Also zunächst mal muss ich sagen, dass wir von Thomas Tuchel absolut überzeugt sind. Er ist sicherlich einer der besten Trainer in Europa, hat es in vielen Stationen bewiesen. Ich glaube, da braucht man nicht lange darüber reden. Ich habe mit Thomas Tuchel am Freitag gesprochen, habe ihm die Situation erklärt und ihm alles erzählt. Er war sehr verständnisvoll. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und insofern gibt es da überhaupt keine Gedanken. Ich wüsste nicht, warum Thomas Tuchel nicht bei uns Trainer sein sollte. Jan? Ja. Ich bin ja nun schon seit über 10 Jahren beim FC Bayern. Dadurch kennen mich natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich kenne Sie. Ich bin also nicht der Neue, sondern eigentlich bin ich maximal der neue Alte, wenn Sie so wollen. Mir ist Kommunikation wichtig und ich möchte wieder mehr zu einem Füreinander kommen. Ich hatte ja gestern die Gelegenheit, auch ganz kurz
gestern Abend etwas zu sagen und es ist mir wirklich wichtig, füreinander und miteinander. Und ein bisschen Freude sollte dann auch noch dabei sein. Und meiner Meinung nach fängt es oben an. Deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir im Team, im Vorstand, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat hier einfach das auch vorleben und Vertrauen zueinander haben. Und das muss man beweisen. Das ist nämlich nichts, was man nur erzählt und verordnen kann. Das muss man dann täglich beweisen. Und wenn man das beweist, dann kommen die Mitarbeiter mit. Vielen Dank. Elisabeth Schlammer, bitte. Herr Heiner, vielleicht an Sie die Frage, weil Sie ja da noch mehr dafür zuständig sind als der neue CEO. Der Ablauf, halten Sie den für so glücklich, wie er gelaufen ist, dass praktisch mit Schlusspfiff bekannt wird, dass Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić entlassen sind? Hätte man das nicht vielleicht, oder Sie haben ja auch, oder der Verein hat dafür ein bisschen Schelte bekommen, hätte man das nicht vielleicht etwas, sagen wir mal, stilvoller lösen können, nämlich ein paar Tage warten und dann das an die Öffentlichkeit oder sagen Sie, das hätte sich nicht halten lassen? Naja, also allein aus Ihrer Frage sehe ich schon, dass es nicht ganz so einfach ist und für so eine Trennung gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Aber Sie wissen auch, dass nach dem letzten Spieltag, spätestens am nächsten Tag, die gesamte Mannschaft, die Spieler, die Trainer alle weg sind. Und es war uns sehr wichtig, dass A, die beiden Herren frühzeitig informiert werden und B, und es war vor allem ein sehr großer Wunsch auch vom Hasan, dass er sich persönlich von der Mannschaft verabschieden kann. Und deswegen haben wir gemeinsam abgesprochen, das nach dem Spiel zu machen. Und ich finde das auch absolut richtig, das muss man auch einem Sportvorstand zugestehen, dass er die Chance hat, sich persönlich von seinen Spielern, von dem Trainer, die er zum großen Teil selber geholt hat, sich zu verabschieden. Und wie sowas gut gehen kann, hat man ja auch an dem Beispiel Hasan Salihamidžić gesehen. Klaus Bergmann zuerst von der dpa und dann Georg Holzner vom Kicker. Herr Heiner, Sie haben gesagt, Uli Hoeneß hat eine entscheidende Rolle auch gespielt. Jetzt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Uli Hoeneß und ich haben die Gespräche geführt. Dann gehe ich mal davon aus, dass Uli Hoeneß in diesem Gespräch eine entscheidende Rolle geführt hat. Okay. Vielleicht können Sie das dann bestätigen. Wie nah rückt er jetzt wieder an das Tagesgeschäft heran? Der zweite, über den viel gesprochen wird, ist natürlich Karl-Heinz Rummenigge, der nun auch vor Oliver Kahn da war, für ihn den Platz geräumt hat. Und natürlich auch eine große Expertise oder auch internationale Kontakte hat, was man sicherlich sportlich jetzt beim Aufbau der Mannschaft nutzen kann. Wird er in den Aufsichtsrat kommen? Und Sie haben beide gesagt, oder Sie hatten noch gesagt, dass es Warnsignale gegeben habe. Deshalb hätte man handeln müssen. Können Sie das ein bisschen ausführen? Was waren die Warnsignale? Also zunächst zur ersten Frage. Sie wissen, dass Uli Hoeneß und ich sehr gut miteinander können und das seit 20 Jahren, seitdem ich im Aufsichtsrat bin und damals die 10% Anteil am FC Bayern auf der Adidas-Seite gekauft habe. Und insofern sind wir permanent im Austausch und haben auch beschlossen, dass wir die Gespräche zusammenführen, weil wir ja auch beide mehr oder weniger den Oliver Kahn eingestellt haben, weil Uli auch den Hasan Salihamidžić geholt hat und er beide natürlich auch sehr, sehr gut kennt. Und natürlich wird der Uli Hoeneß immer ein Ratgeber für uns sein. Aber Sie haben gesagt, im Tagesgeschäft, die Auswechslung eines Vorstandes ist nicht Tagesgeschäft für uns, sondern es ist Aufgabe des Aufsichtsrates und das haben wir auch so gemacht. Zu Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge hat unheimliche Verdienste für diesen Club, hat einen unheimlich großen Fußballsachverstand und den wollen wir auch wieder stärker nutzen. Und deswegen habe ich auch mit dem Karl-Heinz in den letzten Tagen intensiv gesprochen und wir werden am Dienstag auf der Aufsichtsratssitzung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zu holen. Und die dritte Frage. Was hattest du noch, Klaus, genau? Die Warnsignale. Ja, ich würde sagen, auf der einen Seite war es natürlich die Art und Weise, wie wir in der Rückrunde gespielt haben. Das habe ich vorher schon ausgeführt und das haben Sie auch oft genug in den Medien geschrieben, dass es nicht der FC Bayern ist, so wie wir ihn uns vorstellen. Und das andere war, und das muss ich auch sagen, es gab schon eine gewisse Verunsicherung innerhalb der Mitarbeiterschaft, auch an der Säbener Straße, die wir als Warnsignale empfunden haben und die wir auch so wahrgenommen haben.
Vielen Dank, Georg Holzner vom Kicker. Hallo, ich grüße Sie. Eine Frage auch noch an Herrn Dresen. Sie galten ja in den vergangenen Wochen auch immer wieder als Kandidat bei der DFL. Können Sie uns kurz mitnehmen, wie der Stand vielleicht konkret war in diesen vergangenen Wochen und was Sie letztendlich doch mehr vom FC Bayern überzeugt hat als von der DFL? Nicht schwer. Ja, Sie wissen, ich bin ja im DFL-Präsidium und insofern auch allein naturgemäß aus dieser Situation heraus hat man oft miteinander Kontakt und natürlich auch mit dem Vorsitzenden des Präsidiums, Aki Watzke. Aki Watzke und ich hatten in den letzten Tagen wirklich gute Gespräche, ein sehr respektables und sehr wertschätzendes Miteinander, das wir pflegen und auch einen wirklich guten Draht zueinander haben. Letzten Endes ist es so, und das hätte ich mir vorher gar nicht so gedacht, als hier ich gefragt wurde durch den FC Bayern in Person von Herbert Heiner, ob ich mir vorstellen kann, den Vorsitz beim FC Bayern zu übernehmen, ist mir diese Entscheidung leichter gefallen, als ich gedacht habe. Und deswegen habe ich dann auch unmittelbar in der vergangenen Woche Aki Watzke dann Bescheid gegeben und habe gesagt, dass ich nicht für die DFL-Geschäftsführung zur Verfügung stehe, natürlich selbstverständlich weiter dort im Präsidium sein werde und ihn unterstütze bei seiner Arbeit. Viele, viele Meldungen. Ich muss Kerry Hau von Sport1. Ich habe alle gesehen. Ich werde alle. Ja, guten Morgen. Eine Frage an Herrn Heiner. Die letzten Monate waren ja auch sehr turbulent, diese Saison generell. Welche Lehren ziehen Sie auch aus so einer Saison? Weil ja auch schon viele Fans oft Kritik üben. Das Mir Samir geht so ein bisschen abhanden. Hinterfragen Sie sich ja auch kritisch selbst. Und noch einen Zusatz bezüglich der Nachfolgerregelung von Salihamidžić. Sie wollen da keine Namen kommentieren, verstehe ich, aber was ist denn das Profil? Also es, muss es ein gestandener Mann sein in diesem Posten quasi oder könnte es da auch einen Novizen geben, wie beispielsweise Salihamidžić eben damals? Danke. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, natürlich hinterfragen wir uns alle immer permanent, denn nur so kann man besser werden und das kenne ich aus meinem ganzen Berufsleben. Und natürlich gehen wir auch kritisch mit uns selber um, was wir besser machen können, wie wir es auch mit allen unseren Mitarbeitern oder als Aufsichtsrat mit dem Vorstand machen, das ist keine Frage. Zum zweiten Teil, natürlich suchen wir einen Sportvorstand, der die Ziele des FC Bayern München und die Ziele des FC Bayern München sind, sowohl national wie auch international an der Spitze zu stehen und ganz vorne mitzuspielen, der dieses Profil hat und das mit uns umsetzen kann und will. Und wie ich schon gesagt habe, wir spekulieren hier nicht über Namen, aber natürlich suchen wir jemanden, der sein Geschäft versteht von A bis Z. Und wenn wir den haben, dann den oder die, dann werden wir Ihnen das früh genug mitteilen. Vielen Dank. Die Dame, deren Namen ich leider nicht kenne, Entschuldigung. Franziska Müllers vom ZDF. Herr Heiner, eine Frage. Thomas Tuchel sagte gestern, dass er bereits am Freitagabend informiert worden war. Wie war das mit den Spielern? Hat man sich bewusst dagegen entschieden oder wurden einzelne Spieler auch bereits informiert über die Entlassung von Herrn Salihamidžić und Herrn Kahn? Ja, wie Sie richtig sagen und ich vorher schon ausgeführt habe, habe ich Thomas Tuchel am Freitag informiert. Die Spieler haben wir ganz bewusst nicht informiert, weil wir gesagt haben, und das haben wir die ganzen letzten Wochen gesagt, wir wollen uns absolut auf das sportliche Ergebnis und die sportliche Performance konzentrieren. Deswegen hatten wir auch die Aufsichtsratssitzung um eine Woche nach hinten geschoben und deswegen haben wir auch die Spieler vorher nicht informiert. Das war auch mit Thomas Tuchel so abgesprochen, damit sie sich voll und ganz auf das Spiel in Köln konzentrieren konnten und wie man gesehen hat, im Nachhinein hat es ja funktioniert. Vielen Dank. Martin Volkmar von RAN.de. Schönen guten Morgen, Herr Heiner. Es haben sich ja einige Gerüchte zuletzt als wahr erwiesen. Es gibt auch Berichte, dass Ihr Verhältnis zu Uli Hoeneß etwas gelitten hat in den letzten Wochen. Können Sie dazu was sagen? Und die zweite Frage, wenn ich es richtig sehe, sind mit Ihnen, Herrn Diederich und Herrn Dresen, jetzt drei BWLer an der Spitze des Vereins. Ist das auch eine Art von Zeitenwende, nachdem immer nur Fußballprofis, ehemalige, an der Spitze gestanden hatten, auch für die Ausrichtung vielleicht des FC Bayern in Zukunft? Also ich weiß nicht, woher Sie diese Information haben, dass mein Verhältnis zu Uli Hoeneß etwas gelitten hätte. Ganz im Gegenteil, haben wir in den letzten Wochen sehr intensiv zusammengearbeitet, weil wir eben aufgrund
der Entwicklung mehr Gesprächsbedarf hatten. Und das ist nach wie vor sehr, 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 sehr gut. Davon können Sie ausgehen. Nein, das ist keine Zeitenwende, wenn jetzt hier drei BWLer beim FC Bayern dastehen. Wir wollen beim FC Bayern immer Professionalität haben auf allen Ebenen mit aller Expertise. Und ich habe ja gerade gesagt, dass wir A, den Fußball-Sachverstand von Karl-Heinz Rummenigge auch wieder mit dazu nehmen, dass wir einen Sportvorstand suchen, der höchsten Ansprüchen entspricht. Und wir gehen alle davon aus, dass wir den FC Bayern mit diesen Personalien gut aufgestellt haben, um eben auch in der Zukunft so zu performen, wie wir das gerne hätten. Vielen Dank. Machen wir Florian Plettenberg von Sky. Herr Heiner, in welchem Gesamtzustand befindet sich der FC Bayern aktuell? Was würden Sie sagen? Sie haben ja jetzt auch viel miterlebt. Sie standen ja auch hinter der Entlassung von Julian Nagelsmann. Und was ist da genau passiert jetzt in den letzten Wochen, dass Sie auch gesagt haben, wir trennen uns von Kahn und auch von Salihamidžić? Und eine Frage an Herrn Dresen, Glückwunsch zu der Stelle. Wie schnell muss das jetzt gehen, einen Sportvorstand zu finden? Weil die Mannschaft muss gebaut werden. Welchen Einfluss werden Sie nehmen auf die Mannschaft? Kahn war ja in Transferprozesse involviert. Wie wird sich das bei Ihnen dann ausüben? Danke. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, Herr Plettenberg, ich glaube, das haben Sie alle gesehen und haben ja auch immer wieder geschrieben, dass wir vor allem seit der Winterpause eben nicht mehr so gespielt haben, wie wir uns das als FC Bayern vorstellen. Wir hatten 9 Punkte Vorsprung in der Winterpause auf Borussia Dortmund und waren vor dem gestrigen Spiel 2 Punkte hinter Borussia Dortmund. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir vom FC Bayern erwarten. Aber es waren nicht nur die Ergebnisse, sondern auch teilweise die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat uns überhaupt nicht zufriedengestellt. Man hat gerade vor allem in bestimmten Spielen gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit oder wenn wir ein Gegentor bekommen haben, nicht mehr so stabil waren, wie wir das gerne gehabt hätten. Gegen Leipzig, fand ich, war das sehr, sehr offensichtlich. Und all diese Dinge haben uns eben bewogen, dann die Entscheidung zu treffen. Ja, vielen Dank. Der Herr Dresen. Oh, pardon. Gern. Kein Problem, ich hätte mich zu Wort gemeldet. sehen Sie, ich hatte vorhin gesagt, Team. Und jetzt hat Herr Heiner ja schon gerade gesagt, dass das Team ergänzt wird durch Karl-Heinz Rummenigge. Wir haben im Aufsichtsrat, und das ist ein beratendes Gremium neben der Kontrollfunktion, viel, viel Expertise im Sport. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir aktuell keinen Sportvorstand haben. Wir haben sowas schon mal gehabt. Ich darf daran erinnern, als damals Matthias Sammer ausgeschieden ist aus gesundheitlichen Gründen, haben wir eine ganze Weile eine Zeit gehabt, wo wir auch keinen Sportdirektor oder Sportvorstand im Team hatten. Und in dieser Zeit habe ich sehr intensiv sogar mit Karl-Heinz Rummenigge das Transfergeschäft betrieben. Und es war ja nicht ganz unerfolgreich, wenn man sich die Jahre anschaut. Heißt nicht, dass ich jetzt die große sportliche Expertise dort einbringe. Aber in dem Team werden wir in absehbarer Zeit einen Sportvorstand haben. Wir haben neu im Team Karl-Heinz Rummenigge, wir haben immer noch im Team Uli Hoeneß und wir haben vor allem auch im Team einen Thomas Tuchel. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, dann gehört es zum Kerngeschäft. Fußball ist unser Kerngeschäft und natürlich werde ich mich als Vorstandsvorsitzender dort einbringen, aber in angemessener Form. Vielen Dank. Ich würde gerne erst die erste Runde zu Ende drehen. David Fairhoff von der Bild. Eine Frage an Herrn Dresen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein sehr gutes Verhältnis mit Aki Watzke. In den letzten Jahren gab es immer mal Giftpfeile, die hin und her flogen zwischen Dortmund und München. Für uns ja manchmal auch ganz nett. Müssen wir uns jetzt in Anführungsstrichen sagen, was unsere leider darauf einstellen, dass es ein sehr kollegiales und respektvolles und immer freundliches Verhältnis mit dem BVB wird? Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Man kann ja große Rivalität haben und trotzdem freundlich miteinander umgehen. Das gibt Ihnen vielleicht weniger zum Schreiben, aber deswegen ist der sportliche Ehrgeiz genau der gleiche, den wir immer den letzten Jahren auch schon hatten. Wir wollen auf Nummer 1 stehen und Dortmund soll auf Nummer 2 stehen. Und das ist uns gestern im Herzschlagfinale wieder gelungen. Und nun schauen wir mal, wie es in der nächsten Saison wird. Aber trotzdem finde ich, und ist meine persönliche Überzeugung, dass respektvoller Umgang, auch wenn man unterschiedlicher Meinung manchmal sogar ist, wertvoll ist und das einem auch dauerhaft viel mehr bringt, als sich zu streiten. Vielen Dank. Und um die erste Runde zu beenden, würde ich erst Sie und dann Sie bitten.
So, okay. Wenn Sie vielleicht der Dame ein Zeichen geben. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und herzlichen Glückwunsch zum Posten. Ich kann nur aus unserer Community sagen, dass die Community-Mitglieder sehr happy sind mit der Entscheidung, Herr Dresen mit dem Posten zu beauftragen. Also da nur herzlichen Glückwunsch. Eine Frage zur Situation gestern, weil wir auch in der Community viel Diskurs darüber hatten. War das ein Maulwurf oder war das genauso geplant, dass ungefähr nach 5 Minuten nach Abpfiff vor dem Heben der Meisterschale von Manuel Neuer die Information rauskam? Nicht als Vorwurf, eigentlich nur als Frage, weil man es gerne richtig stellen würde und den Fans sagen würde, nein, das war so geplant, da ist kein Maulwurf im Spiel, weil das bei uns in der Community sehr arg diskutiert wurde. Bei Nagelsmann war es ja auch damals vermutet und jetzt hatten sie es wieder vermutet. War das ein Maulwurf? Hat man da ein Problem irgendwo intern, das was rausgeleakt wird, oder war das tatsächlich ganz genauso geplant? Nein, das war nicht so geplant. Der Plan ist natürlich, dass wir es zuerst der Mannschaft sagen und dann aber zeitgleich auch nach draußen geben, damit die Öffentlichkeit informiert ist. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es 5 Minuten vorher rausgekommen ist, weil ich unten am Platz war und mit den Spielern gefeiert habe. Aber der Plan war, dass wir es beides gleichzeitig machen, die Spieler zu informieren und dann auch an die Öffentlichkeit geben. Was auch sinnvoll ist nach meinem Dafürhalten. Das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wo was gestanden ist. Vielleicht hat sie da. Vorher war die Meldung als Spekulation wurde veröffentlicht, aber okay. Das planen wir natürlich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Dann darf ich Sie noch bitten. Christopher Melzer, FAZ. Hallo, Herr Heiner. Noch ein paar Detailfragen zum Ablauf von der Entlassung von Oliver Kahn, weil er vor ein paar Minuten noch mal einen Tweet oder auf seinem Twitter-Account ist ein Beitrag erschienen, wo er schreibt, dass er am Freitag mit Ihnen ein Telefonat geführt hat, wo ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde. Sie meinten vorher Donnerstag. Vielleicht können Sie noch mal den Tag klären. Er meint, das sei ein sehr ruhiges und sachliches Gespräch gewesen. Wenn Sie sagen, es hat nicht geklappt, was hat da nicht geklappt? Und vielleicht die letzte Frage, weil dann gestern vor dem Spiel die Information verbreitet worden ist, unter anderem der DPA gegenüber, dass Oliver Kahn krank sei. War das dann gelogen oder war er wirklich krank? Also zunächst zum Ersten. Ich habe das gerade vorher erfahren, dass Oliver Kahn diesen Tweet abgesetzt hat. Und ich bin schon verwundert darüber, weil der Uli Hoeneß und ich am Donnerstag um 11 Uhr mit ihm das Gespräch geführt haben und ihm mitgeteilt haben, dass wir uns von ihm trennen. Wir hatten dann vereinbart, dass Oliver und ich am Freitag telefonieren, weil wir ihm gesagt haben, er soll über die Situation nachdenken. Wir würden das gern einvernehmlich mit ihm beenden und schlafen eine Nacht darüber, denken einen Tag darüber nach und rufen mich am Freitagmittag an. Und dann haben wir am Freitagmittag telefoniert und es war ein ruhiges, sachliches Gespräch, wo ich ihn auch nochmal auf die unterschiedlichen Schritte hingewiesen habe. Und dann ist nichts mehr passiert, sodass wir uns dann am Freitagabend eben als Aufsichtsrat zusammensetzen mussten. Und was war nochmal der zweite Teil Ihrer Frage? Ja, das hat er uns dann am Samstagmittag mitgeteilt, dass er eine Sommergrippe hat und im Bett liegt. Ich glaube, so war es, oder? Im Bett liegt. Das hat er uns mitgeteilt am Samstagmittag. Ja, ich kann jetzt nicht alles kommentieren, was er geschrieben hat, aber dass er uns geschrieben hat, er hat eine Sommergrippe und liegt im Bett, das haben wir auf unserem Handy. Das ist, stimmt jetzt nicht so, was Sie sagen, sondern ich habe ihm, habe ich ja vorher erzählt, am Freitag aufgrund der ganzen Geschichte, dass er dann abberufen wurde, konnte er natürlich dann nicht mehr mitkommen. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch 3 Fragen. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde. Würde ich noch mal bitten, den Marc Gabel von RTL. Eine Frage an Herrn Dresen. Sie haben sowohl auch gestern als auch jetzt eben noch mal, ich sag mal so Begriffe wie Zusammenarbeit, Zusammenrücken, Vertrauen noch mal ganz explizit erwähnt.
in den Zeiten, wo es sich eigentlich fast nur um sportliche und wirtschaftliche Aspekte dreht, ist das wahrscheinlich eine Sache, die so ein bisschen zu sehr in den Hintergrund geraten ist in den letzten Wochen und Monaten. Wenn ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, Nahbarkeit, Fannähe, Menschenführung. Ist das eine Sache, die Ihnen ganz wichtig ist und ja, offensichtlich auch etwas, das halt in den vergangenen Monaten einfach zu kurz gekommen ist aus Ihrer Sicht? Also wenn ich es jetzt einfach machen würde in der Antwort, würde ich sagen, ja. Das ist zu kurz gekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was auf dem Platz stattfindet, auch Ausdruck ist, wie es insgesamt im Club und auch im Unternehmen ausschaut. Letzten Endes haben wir ein Geschäft, das ist ein Mannschaftssport, das funktioniert nun im Team und das Drumherum ist aber auch ein Team. Und das sind ja die Werte, die Sie gerade sagten oder diese Attribute, klingen ja teilweise sehr, sehr traditionell konservativ. Aus meiner tiefen Überzeugung ist es aber genau das, worauf es ankommt, wenn du langfristig erfolgreich sein willst. Wenn die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben, wenn man sich einander vertraut, dann bist du viel erfolgreicher, als wenn du dir immer nur überlegst, was mag der andere gerade Schlechtes über dich reden oder was könnte er dir jetzt womöglich für welche Steine in den Weg legen. Das ist doch, kann nicht die richtige Aufgabe sein und so kann man nicht zusammenarbeiten. Das gilt ja auf dem Platz ganz genauso. Wenn die Spieler einander nicht vertrauen und wenn sie sich nicht blind verstehen, dann machen sie, und wenn sie nur noch Egoismen dort haben, dass sich jeder selber darstellen muss, dann bist du im Team einfach schlechter. Und das sehe ich als eine meiner sehr großen und wichtigen Aufgaben, da wieder mehr hinzukommen. Dazu gehört auch, das hatten Sie noch erwähnt, Fans und Fannähe. Jeder, der mich hier etwas länger kennt, weiß, dass ich da großen Wert drauf lege. Und mir macht das auch Spaß. Ich mache das nicht, weil ich es machen muss, mir macht das Spaß. Und ich möchte mit Menschen mich unterhalten können und ich begegne Menschen offen. Dazu gehört, dass man auch mal durchaus kontrovers diskutiert. Man muss schon gar nicht immer einer Meinung sein. Aber wenn man das hinkriegt, trotzdem einander zu mögen, obwohl man nicht immer einer Meinung ist, und mögen gar nicht im Sinne des Wortes sich um die Arme fallen, dann glaube ich, machen wir es genau richtig und das sollte den FC Bayern wieder viel mehr auszeichnen, als das in den letzten Wochen der Fall war. Darf ich Sie bitten? Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und auch zum neuen Job, Herr Dresen. Sie haben eben eindrucksvoll geschildert, wie sehr Ihr Herz für den FC Bayern schlägt, eigentlich seit 10 Jahren. Und doch haben Sie sich ja vor einer Zeit entschieden, den FC Bayern zu verlassen. Was war das denn jetzt eigentlich der genaue Grund für diese, wenn man so will, diese Rückkehr bzw. diesen Abbruch der Abreise? War das mehr die Aussicht auf diesen Job oder war das auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, vielleicht, dass Oliver Kahn halt nicht mehr da sein würde? Das ist jetzt eine vielschichtige Frage. Ich hätte gesagt, meine Überzeugungskraft. Also damals habe ich mich ja entschieden, vor ja bald einem Jahr oder ein Dreivierteljahr ist es her, weil ich einfach gesehen habe, dass die Dinge, die ich sehr gerne mache, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Und manchmal ist es ja auch so, es zeichnet einen ja durchaus auch aus, wenn man im Zeitpunkt des Erfolges, wo es wirklich gut ist und wo jeder auch den Wert schätzen kann, den man als Beitrag geleistet hat, wenn man dann auch mal geht und was Neues womöglich macht, weil das ja auch spannend ist. Das hat mich damals bewogen. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit, natürlich haben Herr Heiner und ich in den letzten Tagen Gespräche geführt. Was hat mich da bewogen? Wenn Sie die Chance kriegen, Vorsitzender des wichtigsten Clubs Deutschlands und einen der wichtigsten Clubs in Europa zu werden, Vorstandsvorsitzender, dann ist das etwas, was sehr, sehr selten oder eigentlich gar nicht im Leben passiert. Und wenn Sie das dann noch als gebürtige Ostfriese angeboten bekommen, dann brauchte ich da nicht so lange überlegen. Und deswegen habe ich aus ganzer Überzeugung Ja gesagt. Vielen Dank. Jetzt machen wir noch 4 Fragen. Die Dame dort oben, deren Namen ich auch leider nicht weiß, noch nicht kenne. Jetzt werden Sie ihn mir verraten. Luisa Scheller vom Bayerischen Rundfunk. Hallo. Hallo. Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir haben gestern noch gesehen, dass Sie, Herr Heiner, mit Hasan Salihamidžić doch diskutiert haben auf dem Platz, recht lebhaft. Was musste denn da kurz nach Titelgewinn so heiß diskutiert werden? Naja, wir haben uns über die Abendveranstaltung unterhalten und dass er doch mitkommen soll. Und
das hat ja, wie gesagt, gut geklappt. Ich glaube, er war einer der Letzten, habe ich zumindest gehört. Ich bin früher gegangen. Sie mögen wissen, dass Hassan und ich ein sehr gutes Verhältnis haben miteinander und das soll ja auch so bleiben. Dann Florian Plettenberg bitte nochmal von Sky. Eine Frage noch an Herrn Heiner. Beim kommenden Pokalfinale stehen sich ja mit Eberl und Krösche zwei Geschäftsführer, Sportdirektoren, Sportvorstände gegenüber. Würden Sie sagen, das sind so die zwei interessantesten deutschen Sportbosse auf dem Fußballmarkt? Und eine Frage noch an Herrn Dresen. Mhm. Die Abfindung für Kahn, Salihamidzic, Nagelsmann, die gehen ja über 10, über 15 Millionen Euro. Sie als ehemaliger Finanzchef, bekommt man da so ein bisschen Schüttelfrost? Oder wie geht man jetzt damit um, dass man wirklich noch sehr, sehr hohe Posten hat, um eben entsprechende Mitarbeiter abzufinden? Danke. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, ich denke, dass die beiden sehr, sehr gute Sportvorstände sind, wenn sie mit ihren Vereinen im DFB-Pokal-Endspiel sind, da wären wir auch gerne gewesen. Ja, und zum zweiten Teil oder zur zweiten Frage, ja, was soll ich ja jetzt sagen? Wir werden dieses Jahr ein wirklich gutes Ergebnis zeigen und das setzt uns natürlich auch in die Lage, vernünftig und Bayern-like, sprich großzügig mit solchen Dingen umzugehen. Und letzten Endes gilt es immer, Verträge zu erfüllen. Das ist das Wichtige. Ja? Sie müssen einfach verlässlich sein. Und das werden wir tun. Und das werden wir in gebotener Art und Weise tun. Und dann sind hoffentlich auch alle zufrieden. Vielen Dank. Jetzt machen wir die letzten zwei Fragen. Klaus Bergmann von der dpa nochmal. Und dann noch Manuel Bunke hier vorne von TZ Merkur. Herr Dresen, wie lange läuft denn Ihr Vertrag? Oliver Kahn hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Damals würden Sie das noch sagen. Richtig, Frau. Das hätte ich jetzt in der Tat an Herbert Heiner weitergegeben, ja. Die Frage, weil er ist ja sozusagen mein Chef und Aufsichtsratsvorsitzender. Kein Problem. Wir haben mit Jan Dresen einen 2-Jahres-Vertrag vereinbart und ich glaube, das kann ich sagen, wir waren beide sehr happy damit, weil wir gesagt haben, wir starten jetzt neu, machen das zusammen und je nachdem, und da bin ich absolut überzeugt, werden wir da einen tollen Erfolg haben. Ich kenne Jan Dresen seit 10 Jahren, ich war im Prüfungsausschuss, haben wir lang zusammengearbeitet und wir waren beide mit der Situation sehr zufrieden. Kann ich so sagen, oder? Und wenn ich ergänzen darf, ich habe in den fast 10 Jahren gemeinsamer Arbeit mit Carlo Rummenigge gelernt, dass wir in einem ziemlich kurzlebigen Geschäft sind. Und Carlo Rummenigge hat eigentlich immer nur auf ein Jahr geplant. Und deswegen war mir die Laufzeit meines Vertrages auch nicht wirklich wichtig, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ein Jahr wäre mir dann doch zu kurz gewesen. Ein Jahr wäre zu kurz gewesen, ja, da hätte ich ja nicht so viel umsetzen können. Okay, dann das Finale Furioso mit Manuel Bunke. Doppelfrage. Herr Heiner, können Sie nachvollziehen, wenn man jetzt mal zurückblickt, Hansi Flick, der Abgang ging nicht ganz geräuschlos über die Bühne, Julian Nagelsmann Entlassung war auch nicht ganz geräuschlos, jetzt mit Oliver Kahn gibt es ja, weiß nicht, droht eine Schlammschlacht, aber es steht ja Aussage gegen Aussage, was die Entlassung betrifft. Können Sie nachvollziehen, dass der Eindruck erweckt wird, dass der FC Bayern in den letzten 1-2 Jahren ja den Stil verloren hat, den den Club auch immer ausgezeichnet hat? Und Frage an Herrn Dresen, wir haben vorher kurz über die Kaderplanung gesprochen. Welche Rolle wird denn Marco Neppe in dieser Position dann einnehmen? Bleibt er den Club behalten oder schließt er sich oder muss er sich dem Sportvorstand anschließen? Also ich darf eins dazu sagen, Herr Bunke, zu der Frage mit dem Stil. Es hat beim FC Bayern auch früher Trainerentlassungen gegeben, wenn ich an Otto Rehhagel oder Jürgen Klinsmann denke, die auch nicht allzu lange hier waren. Es ist natürlich im Fußball so, dass der FC Bayern unheimlich hohe Ansprüche hat. Die stellen wir an uns alle, die stellen wir auch genauso an die Mannschaft und an das Trainerteam. Und wenn bestimmte Dinge nicht so laufen, wie wir uns das alle vorstellen, dann muss man auch handeln. Teilweise haben wir auch unterschiedliche Vorstellungen zwischen Verein und Trainerteam, wie es laufen sollte. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Das ist nun mal so in dem Geschäft, das ist nichts Neues. Aber in puncto Stil, ich kann nur noch mal sagen, weil Sie das ja, glaube ich, auch im Hinblick jetzt mit Oliver Kahn angesprochen haben. Oliver Kahn ist ein hochverdienter Spieler des FC Bayern und wir wollen alles tun, damit er auch in der FC Bayern-Familie bleiben kann. Er hat hier 14 Jahre als Spieler gespielt, hat jetzt über 3 Jahre hier gearbeitet. Aber wenn eben bestimmte Dinge getan werden müssen, dann muss der Aufsichtsrat auch handeln und das haben wir gemacht.
Und Sie haben bestimmt mein Zitat auch gelesen, das ich gegeben habe zu Oliver Kahn. Das ist überhaupt keine Frage, dass wir respektvoll mit ihm umgehen. Aber da gehören halt auch immer beide Seiten dazu, das muss man ganz klar sagen. Genau, dann war noch Herbert Heiner hat mich am Freitag frühen Abend angerufen, um mich über die Entscheidung des Aufsichtsrates zu informieren, dass man mich zum Vorsitzenden beruft. Das ist jetzt keine 48 Stunden her. Deswegen möchte ich mir tatsächlich gerne die Zeit nehmen, die Dinge vernünftig anzuschauen. Und wenn ich davon rede, dass man respektvoll miteinander umgeht, dann gehört auch dazu, dass man sich eine umfassende Kenntnis verschafft und dann auch Entscheidungen trifft, aber genau in der Reihenfolge. Und wenn man dann Entscheidungen trifft, dann macht man das auch miteinander. Und das ist eigentlich das, was ich mir fest vorgenommen habe. Deswegen werde ich auf diese Frage so heute nicht ganz konkret antworten können, aber konkret ist definitiv, dass wir uns die Zeit nehmen und nach vorne weiter angreifen wollen. Okay, dann sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, alle drücken die Daumen fürs Frauenfinale von uns. Und es ist noch ein bewegter FC Bayern aus. Sonntag. Also, schönen Tag noch. Danke. Ja, tschüss und schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.